Und damit begrüße ich euch zu einem neuen, etwas merkwürdigen Spiel auf meinem Kanal. Es heißt We Happy Few. Ich werde euch gleich erklären, um was es genau geht. Vorweg erstmal ist momentan noch in der Alpha-Build, wie man hier sieht, 50% des Spiels sind überhaupt erst fertig, beziehungsweise des Story-Spiels. Ich habe mich jetzt gerade mal so eine halbe, dreiviertel Stunde angespielt und muss sagen, ist schon ziemlich cool. Man weiß noch nicht so richtig, wo es hingeht, aber erstmal lesen wir jetzt hier. Also, wir sind sehr glücklich, dass wir Ihnen die Alpha-Version von We Happy View endlich präsentieren können. Momentan sind ca. 50% der Welt fertig, aber es enthält leider noch nicht die Story der drei Hauptcharaktere, außer dem Prolog bzw. dem Intro. Wir werden natürlich die Welt noch in der Entwicklungsphase mit einbauen und die komplette Story kommt dann mit Version 1.0. Während wir das Spiel hier entwickeln, kann es natürlich sein, dass immer mal Fehler mit auftreten, dass es eben auch mal Abstürze gibt, aber es wird immer wieder Updates geben und das Spiel wird auf jeden Fall nie langweilig werden. So, dennoch, du kannst uns helfen. Wir freuen uns sehr, wenn du uns die Fehler meldest, generell, wie wir das Spiel verbessern können, und dann können wir Feedback hinterlassen. Aber dennoch werden wir jetzt das Spiel erstmal anspielen. Am Anfang gibt es relativ viel zu lesen. Wir gehen mal in den Hauptbildschirm, dann sieht man schon, diese Atmosphäre hat mir einfach gut gefallen. Das ist so das England 1960er Jahre, so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, futuristisch in der Vergangenheit. Und da erinnert es natürlich doch dann sehr an Fallout. Es orientiert sich auch sehr daran, auch vom Gameplay her sieht man, dass das sehr Fallout-ähnlich ist. Wir müssen auch Sachen craften, wir müssen Sachen sammeln. In erster Linie aber leben wir hier im England der 1960er. Allerdings hat sich die Geschichte anscheinend ein bisschen geändert. Denn das, zumindest in diesem Dorf, ist die Prämisse, nur ein Land ohne Geschichte ist ein glückliches Land. Und deswegen versuchten wir nämlich auch gleich Zeitungsmeldungen zu zensieren, damit die Leute eben glücklich sind, weil sie keine Geschichte haben. Das werden wir gleich machen. Wir gehen jetzt in ein neues Spiel rein und dann werden wir einfach mal ein bisschen We Happy Few uns mit anschauen. Ich werde vielleicht noch den Trailer mit hinten dran schneiden, damit ihr seht, was für eine tolle Atmosphäre dieses Spiel hat. Es fängt auch gleich toll an. Ich war jetzt erstmal ein bisschen geflasht auch davon, wie merkwürdig das ist, weil wir gleich jetzt erstmal quasi nur dem Job nachgehen, einer dieser drei Hauptpersonen. So, wir gehen mal ins Spiel rein. New Game, genau, machen wir Permadeath. Wir werden sowieso erstmal nicht sterben, gerade in der ersten Folge jetzt nicht. Und da sieht man schon, wie atmosphärisch das einfach ist. Sieht einfach cool aus, da haben sich Leute Mühe gegeben. Es erinnert mich ein bisschen an eine britische Fernsehserie, ich weiß gar nicht mehr, aus den 50er, 60er Jahren. Da geht es auch um einen Mann, der aus London entführt wird auf eine Insel der Glückseligkeit, mehr oder weniger, wo die Leute alle glücklich sind, alle haben Lächeln im Gesicht, aber er versucht dem Ganzen nachzugehen, was denn dort dahinter steckt. Und da ist natürlich dann eine riesige Verschwörung dahinter. Er versucht immer wieder von dieser Insel runterzukommen und es erinnert mich ein bisschen daran, dieses Spiel. So, jetzt fangen wir aber an. Happy is the country with no past. Also glücklich ist das Land ohne Vergangenheit. Und wenn wir jetzt weitergehen, dann sind wir auch gleich schon an unserem Arbeitsplatz. Und das ist dann einer der drei Hauptcharaktere, mit denen wir spielen können. Und wie gesagt, ich habe es jetzt eben schon mal angespielt. Ist, glaube ich, in dem Fall auch ganz gut, wenn man da nicht ganz blauäugig rangeht. Da sehen wir schon, Dig on for victory over communism. Also, der Sieg über den Kommunismus muss quasi weitergehen. Und er hat das jetzt approved, denn gegen den Kommunismus durchaus akzeptiert. Da sehen wir schon. Wir kriegen jetzt also schon mal Beispiele genannt. No swimming in the river. There's no truth in the rumor that... Oh, okay, das möchte er anscheinend nicht haben. No swimming in the river, das wird nicht erscheinen. So, die nächste Nachricht. Hastings Brothers win Scrap Gathering Prize. Percival and Arthur Hastings were the surprise winners of the Scrap Drive. Oktober 1964. When life annoys, top up your joy. I should just take my joy, shouldn't I? So, wir hatten also gerade eine Erinnerung im Kopf und wie man schon gemerkt hat, oder ich kann es schon mal vorwegnehmen, wir sind Arthur Hastings, also hat quasi unser Bruder Percival uns gerade gerufen. Und jetzt gibt es hier diese Drogen, die man nehmen kann, die heißen dann eben auch Joy. Und wenn wir die nehmen, dann ist das Spiel jetzt quasi auch sofort vorbei. Wir können das gerade einmal machen. Wir nehmen die Tablette und sind glücklich, weil wir vergessen. Happiness is a choice. Ganz genau, wir vergessen die Vergangenheit und jetzt sehen wir, die Farben sind wieder deutlich klarer. Und jetzt ist es gelöscht. Die Erinnerung allerdings ist damit eben auch
quasi unser Charakter gelöscht. Das ist eben das Coole daran und damit sehen wir schon We Happy View. Das war's. Das war das Spiel. Als ich die Drogen das erste Mal genommen habe, habe ich gedacht, oh, das war aber jetzt nicht so. Also dafür 27,99 auf Steam ist relativ teuer. Wir machen mal Escape und gehen zurück ins Hauptmenü. Da sehen wir unten auch schon, a well-timed block will perform a critical block, leaving your enemy open for counter-attack. Also man wird später auch noch so richtig andere Elemente mit reinbringen, aber jetzt spielen wir das natürlich ohne die Drogen zu nehmen. Happy is the country with no past. Ich finde die Spielidee, die finde ich echt genial. Es macht so einen Spaß. Wie gesagt, wir werden am Anfang jetzt viel lesen. Wir werden nicht alles einzeln durchlesen, weil es auch gar nicht so wichtig ist. Wir entscheiden uns einfach mal für was. So, dig on for victory over communism. Das haben wir ja eben schon gesehen. Ich glaube, weiß nicht. Das können wir mal skippen. Das haben wir ja approved. Das nächste. So macht er das dann auch mal ein bisschen schneller. Oh ja, no swimming in the river. Auch alles okay. Also das macht er natürlich raus. Es wird geschwärzt. Und wir dürfen jetzt gleich entscheiden, was denn in die Zeitung kommt, was veröffentlicht wird. Und wir sehen hier so unglaublich viel Papier schon rumliegen. Bedeutet, da ist noch ordentlich Arbeit zu machen. Denn das sind natürlich alles alte Zeitungsberichte, wie man hier auch wieder sieht. 4. Juni 1947. Und wir haben 1964, das ist also 17 Jahre her. Und die Erinnerung tut ihm nicht gut. Sie kämpft also quasi gegen diese Medikamente an. Deswegen greift er auch direkt danach. Ja, wir werden sie jetzt natürlich nicht nochmal nehmen. So, Victory against Communism. So, wir wollen uns natürlich erinnern und schmeißen die Tabletten weg. Fort damit. Boah, sogar getroffen. Sehr gut. Arthur Hastings, jetzt sehen wir es. Employee of the Year. No one's seen you for hours. Oh, nose to the grindstone, you know. Then why haven't I heard a single whoosh through the door since 10 o'clock? Did you forget we're having Deirdre's birthday party? Oh. We've got a pinata. Right. Brilliant. Of course. Have you forgotten your joy? Of course not. Snug as a mug on a drug. Well, come on then, finish up. Just have a few more pages. I know you're very busy. Then don't take too long to finish. Boah, dieses Grinsen fand ich vorhin schon. Aha. The power cell's empty. Well, what will you do? I'll get a new one. So. Geht nicht, weil wir keine Power mehr haben. Das hat die uns ja eben auch gesagt. Wir können sogar aufstehen. Und dann können wir auch nochmal kurz mit ihr reden. To finish up a day's work, can it? Oh, die ist so... Ah, hier können wir noch nicht boxen. Ah, dieses Gesicht eben als... How hard it was to find flour for a cake. I'm going to be quite put out if it goes stale. Die hat so ein gruseliges Gesicht gemacht. So, wir müssen jetzt die Power Cell nehmen und die hier oben reinsetzen. So, die leere nehmen wir, nehmen die neue rein. Und dann können wir unsere Arbeit fertig machen. Der läuft immer sehr schnell, wie man hier sieht. Wenn es eine Emergenz wäre, würdest du die Tür finden können? Oder sollte ich einen bright yellow ribbon on it? Nee, den finden wir schon, aber Dankeschön für den Tipp. So, ich übersetze das jetzt alles nicht. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass man Englisch kann, mehr oder weniger. Ansonsten wird das hier auch zu viel. So, wir restoren das. Bleibt uns... Wir akzeptieren natürlich dieses Dokument, ist ja ganz klar. Das ist unsere Geschichte. Das ist mir egal. Well, I expect you in the conference room presently. Don't dawdle. You don't want to miss the pinata. So, 7. Mai 1900. Wasn't Prudence supposed to be coming back today? I made her a welcome back card. Okay, wir reden einfach mal mit uns selbst. Jo, Prudence ist anscheinend zurück. So, if you're out of milk, give him Cheshire's Curiosity Cola. Warum ist denn so ein kleines Kind daneben? So. General Robert Bing, the municipal liaison to the occupation of blah blah blah, later to speak to a crowd of citizens earning requesting clarification of the new child registration rule as most Wellington and Yombay
be under the age of, must be registered with the authority. Weiß ich gar nicht. Komm, wir zensieren das mal. Das hat jetzt, glaube ich, eh noch keinen großen Einfluss. Das ist erstmal nur, um das Spiel ein bisschen reinzukommen. Wir können uns aber trotzdem schon mal so ein bisschen in die Welt reinlesen. Wie gesagt, ich werde das jetzt nicht alles vorlesen. Wenn die Story irgendwann komplett ist, werden wir sowieso nochmal neu starten. Softeners needed, ne? Ich dachte, die Leute nehmen eigentlich eher Viagra. Drug trials, a qualified success, says Sir Robert. The first round of trials of a new anti-melancholic medication have been a qualified success stated. Ah, das ist diese Droge dann wahrscheinlich auch, die wir nehmen. Das sind so die ersten Tests davon. Komm, zensieren wir auch. Alter, ich bin die Zensursula. So, mehr haben wir nicht. No Canister. Wir nehmen mal den Power Cell mit, weil ich schon weiß, dass wir die später brauchen werden. Wir standen ab und schauen uns mal diesen Raum an. Ich finde das ja einfach so richtig cool gemacht. So richtig schön atmosphärisch. Auch die Uhren wird es überall nochmal geben. Und da sind wir Wellington Wells und in Posterum cum Gaudio. Ich weiß jetzt gar nicht, was das genau bedeutet. Latein hatte ich zwar in der Schule, hier können wir mal rausschauen. Wir können natürlich auch, es ist quasi ein bisschen Open World Game. Habe ja schon gesagt, im Stile von Fallout wird das später funktionieren. Jetzt momentan schauen wir uns erstmal um. Und jetzt sind wir in der City Hall. Wir machen natürlich zu. Beauty is Truth. Arthur Hastings. Do you think the canister wonders what life's like outside the tube? Of course he'd have to break the tube to get out. That would break it for everybody. Hier kommen wir leider nicht rein. Habe ich vorhin auch schon alles abgesucht, wie man dort reinkommen könnte. Bei Cliff Birtwhistle. Clive Birtwhistle. Clive. You're off at the party, aren't you? So, Business Letter. Da sehen wir hier auch schon unser Inventar. Hier oben können wir dann später auch Sachen craften. Basic Lockpick zum Beispiel. Das hier ist generell unser Inventar. Das hier ist dann die Karte, wo wir erst noch alles ein bisschen erkunden müssen. Jetzt lesen wir aber erstmal den Brief. The business letter reads as follow. Dear Mr. Birtwhistle, it is thoughtful of you to suggest how best to rearrange the department. I'm always grateful for suggestions from junior staff of how best to do my job as director. However, I'm afraid that it would be destabilizing to swap your office with that of Mr. Hastings. Fortunately, turnover in this department is high. If Prue doesn't return soon, I don't see why you couldn't have her office. In the meantime, I suggest you pop another joy and you will feel the sunshine on your face, whether you have a window or not. All the best, Victoria Bing. Ah, okay. Director. Wir hatten eben schon Bing in den Nachrichten. Das ist nicht Chandler Bing. Da sehen wir Restricted Area, no unauthorized personal beyond this point. Ich muss mich immer erst ein bisschen einlesen beim Englisch, also nicht wundern, wenn ich ab und zu ein bisschen stottere. So, also wie gesagt, übersetzen werde ich hier nicht alles. Wir sehen hier auch einige von diesen Canister-Dingern, die man dann hier reinmacht. Da ist eine Power Cell drin. Im letzten Raum wird dann nämlich keine sein, deswegen habe ich die erste schon mal mitgenommen. Pick up scrap of paper. Ah, okay, das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Clive's Office Anonymous. Dear Director Bing. One of your employees. Shit. He wants my view. Ja, das haben wir doch eben schon gelesen, dass er auf jeden Fall ein Büro mit Fenster haben will. One of your employees is a subversive and may even be downer. Ja, Downer muss ich erklären. Das sind quasi die Leute, die die Pillen nicht nehmen. Das ist quasi ein Downer. I overheard him in the commissary telling a friend that he thinks that his job redacting old articles is silly and what's so scary about the truth. He's very tall and slim with black hair and brown eyes and glasses. I know I should have asked his name, but I'm a naturally shy woman and mehr wissen wir nicht. Das war der Business Letter. So, da können wir noch ein bisschen rumschauen. Das habe ich nämlich vorhin dann doch übersehen. Also, sie wollte unbedingt ein Zimmer mit Blick quasi haben. Compulsion Games. Compulsion oder Compulsion? Das ist bestimmt ein Hattori Hanzo. Es kann doch nur ein Hattori Hanzo sein. Ah, gib her, gib her. Nein, ist kein Hattori Hanzo. Da sehen wir Trenchermans Gin. Da ist noch Paper, aber da ist anscheinend kein Brief dabei. Und so wird das ganze Spiel dann sein. Ich habe schon gesehen, man kann unglaublich viel entdecken. Und wie gesagt, das ist eigentlich Fallout, halt alles nur ein bisschen kleiner. So, da sehen wir auch mal die Familie. Und die Leute haben alle diese weißen Gesichter. Arthur Hastings, Employee of the Month. Also, wir sind auf jeden Fall sehr beliebt. Man kann auch schön springen. Er ist sehr sportlich. Habe ich schon ausgetestet. Dann, wenn wir quasi hier rauskommen und in die freie Welt gelangen, in Posterum cum Gaudio.
Ich weiß es nicht. Eine, also Post nach und Gaudio ist bestimmt eine Mordsgaudi. Ich weiß es nicht. So, und jetzt können wir quasi die Nachrichten von ihm nochmal schauen. So, farm workers expected to return from Germany with the last harvest in and frost painting the valleys of Thüringen. Wellington Wells 129 volunteers farm workers are expected to return home within the next 2 weeks, states Sir Robert Bing. Each highly paid and well-fed volunteer worker replaces one German soldier heroically fighting communism on the Eastern Front. Das muss natürlich zensiert werden. Wir machen unseren Job jetzt erstmal gut, damit wir hier auch gut rauskommen. Nicht, dass wir dort irgendwie noch auffällig werden und gleich uns jemand abholt. Aber das wird, selbst wenn wir, ich weiß es ja schon besser, es wird niemand kommen. Taxi Service restored on 3 wheels. Das können wir auf jeden Fall mal durchgehen lassen. Ich denke mal, so eine Taxi-Geschichte ist vollkommen in Ordnung. Ich habe es jetzt aber auch nicht fertig gelesen. Und jetzt kommt die gute dritte Nachricht. So, Wellington Under reopens. Mhm. Thanks to the heroic efforts of Colonel von Stauffenberg's efficient mechanics, the Wellington Under will restore limited services. The following installation will be served from 1 hour after the curfew. Details are, ja, ach komm. Ich weiß nicht, was das dann für einen Einfluss auf das Spiel haben wird. Ich glaube eigentlich gar keinen. So, nehmen wir auch nochmal mit. Dann standen wir mal ab. Und geh mal in den nächsten Raum. Ich glaube, wir haben hier auch alles gesehen. Ins Internetwork konnten wir leider nicht, was eigentlich sowas wie das Internet wahrscheinlich sein soll. So, dann gehen wir mal hier rein. Das ist das dritte Büro. Und hier haben wir doch erst eine Welcome-Back-Karte auch geschrieben, wie wir eben ja auch schon gesagt haben. Hat mich gerade eine Fliege gejagt. Gerade lustigerweise, wo man hier die Fliegen sieht, ist mir eine Fliege ins Gesicht geflogen. Wir machen mal die Tür zu und sehen, ja, wenn man da den Schimmel runterkratzt, dann geht das sicherlich noch. Jetzt schaue ich mich hier nochmal um. Ich war mir eigentlich vorhin ziemlich sicher, dass man hier gar nicht so viel findet. Na, Restoration Machine. Aber vielleicht finden wir hier ja auch noch einen Brief. Ah, Examine Pictures. Habe ich vorhin auch nicht gesehen. Where did you go? The St. Lawrence to Canada. Escaped by boat to the land of natural wonders. Canadian Atlantic Steamships. Shell Beach, Ferry, das sieht cool aus. Ich mag ja, wie gesagt, solche Bilder, habe ich auch bei Layers of Fear immer gesagt. Schon ziemlich cool. My Summer Vacation, also. Sie war auf jeden Fall mal außerhalb dieses Dorfes, vielleicht kommt sie deswegen auch wahrscheinlich nicht mehr zurück. So, Grand Prize Winner. Wellington Wells Recreation and Hobbies Committee. Sim says Team Tournament Grand Prize Winner Prudence Holmes. Das ist ja geil. Simon Says vor allem, wo man nachmacht, was einem gesagt wird. Also wir sehen schon, ist leicht obstructive hier im Dorf. Annual Double Dutch Competition. Winner Best Attitude. Prudence Holmes. Das ist schon sehr geil gemacht. Sehr detailliert auch, wie gesagt, wenn man dann in die Welt rausgeht, wo ja noch wirklich nur die Hälfte überhaupt da ist. Das ist schon ziemlich cool. Jetzt können wir hier nochmal ein paar Nachrichten, das machen wir gerade nochmal. Achso, No Power, wir müssen erstmal Power Cell mit reinmachen. Allerdings war hier schon länger keiner mehr im Büro. Das sehen wir auch an den wunderbar schimmligen Sachen. Und wir machen mal weiter die Nachrichten. Da hinten sehen wir sie auch. Sie hat jetzt wohl die Außenwelt gesehen. So, Bolshevism against Europe Gala a Smash. The new and exciting exposition Bolshevism Against Europe had its sparking gala at City Hall last 88 invited luminaries. Ich würde sagen, komm, das dürfen wir nicht durchgehen lassen. Bolschewiki werden zensiert. So, remember to turn in your automotive. Colonel von Stauffenberg reminds citizens that all private automotives have been requisitioned by the municipal authorities on behalf of the Imperial German Army and must be turned in by October 2. Owners are to bring their vehicles, which must contain at least a 1/4 full tank of petrol, to the train station. Nee, das geht natürlich auch nicht. Your babies, free weight und so weiter, das dürfen wir natürlich gerne machen, aber ich zensiere hier alles. Ich bin die Zensur-Solar, ich bin der Heiko Maas dieses Spiels.
So, share the meat. Margaret Worthing will open battle of flowers. Ja, komm, Blümchen sind schön. Miss Margaret Worthing has been crowned the junior field commander of the 1946 Battle of Flowers, which takes place this Sunday. Ja, komm, Blümchen gehen doch immer. Ach, noch eins. Ich dachte, das war eine... An das erinnere ich mich jetzt gar nicht mehr. Was war denn das nochmal? Ah, genau. Police arrest 4 in Breeder Riot. Ich weiß gar nicht, was Breeder bedeutet. Das ist auch in Anführungszeichen. Run Man Ranulf. Ah, der Ranulf. Ranulf Elderly and three unnamed women were arrested in what the police are calling another Breeder Riot Sunday night. The victim, Miss Anne McCutcheon, appears to be in stable condition, as is her husband, Mr. Cyril McCutcheon. There is no word yet on his condition of her baby, whose birth was not expected for another 2 months. Ach, krasser Scheiß. Komm, das approven wir mal, das ist ja schon heftig. Aber ist jetzt auch nichts Politisches oder was Historisches ganz groß, was ein Land ausmachen könnte. So, wir nehmen die Power Cell mal mit, weil ich schon weiß, dass wir später diese Dinge auch brauchen werden. Aber hier ist sonst nichts, wir können auch die Karte nicht lesen. Und jetzt beginnt quasi auch schon der spaßige Teil, das muss man sagen. Robkin Jones, wir können nicht rein, aber wir können jetzt links was beobachten. Das fand ich schon sehr geil gemacht, muss ich sagen, als ich es eben das erste Mal gesehen habe. Wir kommen leider nicht rein, aber ich glaube, dass derjenige dort seine Tabletten wohl nicht nehmen wollte. Und dann wurde das ihm halt per Spritze verabreicht. Auch sehr schön. Also die Drogen hier sind wichtig. Wer diese Drogen nicht nimmt, der gehört nicht zur Community. Jetzt habe ich gerade gedacht, die Tür wäre aufgegangen. So, und wir gehen mal in die Central Processing Unit. They seem to be a bit behind in our work, now that you mention it. Ja, ich würde auch sagen, da ist ein bisschen was liegen geblieben. Also, es gibt noch viel zu Zensursularen. Zu Heiko Maaßen. Nein, Quatsch, ich mache da ja nur Spaß drüber, um Gottes Willen. Und da sehen wir schon, happy is the country that has no history. Und genau darum geht es hier. It's never too late, was? It's never too late to have a happy past. Also, wenn man quasi das Böse löscht, dann... I never noticed that. We should fix that. We'll empty the bucket at least. Das ist schon alles sehr, sehr gruselig. Also, was heißt gruselig ist es nicht, aber es hat sowas Bedrückendes. Also, das finde ich, hat es auf jeden Fall. So, hier können wir jetzt nichts mehr lesen, worüber ich auch ganz froh bin. Hier sehen wir überall die leeren Kanister. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch mal zur Feier. There you are. You nearly missed the piñata. It's the most adorable Spanish custom. Uncle Jack did a whole show about it. You smash it until all the candy comes out. Come on, hit it. Hit it. Hit it. Give it a whack. Hit it. Hit Go it. On, give it a big old whack. What are you waiting for? You are off your joy. Take one of mine. Oh, my lord. He's a downer. Call security. We've got a downer. Und ab jetzt beginnt eigentlich erst das richtige Spiel. Also, wir sind ein Downer. Ab jetzt werden wir gejagt. Und müssen jetzt natürlich hier erstmal fliehen. Da sind wir jetzt quasi auf der anderen Seite dieses Raumes, wo wir vorher waren. So, und das war quasi erstmal der Beginn des Intros. Also ich finde das Spiel sehr cool. Es macht schon richtig Spaß und das ist wirklich nur der Anfang. Man muss immer sehen, es ist noch die frühe Alpha. Da wird noch richtig viel kommen. Das ist wirklich nur das Intro von einem einzigen Charakter.
Und ich denke mal, dass diese Zeitungsausschnitte dann später natürlich auch Einfluss haben werden auf die Story. Und wie gut man seinen Job dort gemacht hat. Der Ladebildschirm ist leider relativ lang, aber es lohnt sich definitiv. Wir werden jetzt gleich in einem Keller aufwachen, wo wir jetzt eben auch vor den Polizisten eben mehr oder weniger geflohen sind, auch wenn die uns eigentlich zu Klump getreten haben. Aber wir werden jetzt gleich in einem Keller aufwachen und das ist quasi unsere Heimat. Good Christ. I can't believe I'm still alive. More or less. What's going on? Ow. Feels like I lost an argument with a train. Chatting. I can't go back. Smiling and laughing, of course. I've got to get out of here. And breakfast, lunch and dinner, and work, 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 work. But at three, I hope you'll all take a quick break for our daily recreational activity. Today, we will all gather around the telly for a rousing round of Simon Says. Well, so, das hören wir uns jetzt nicht komplett an. Ich mache den auch gerade mal aus, den guten Mann. Da geht man nämlich ein bisschen auf die Nerven. So, und jetzt geht halt wirklich quasi Fallout los. Wir können jetzt hier ein bisschen Kleidung, dreckige Bandage und eben nochmal gute Bandage. Das können wir uns dann hier im Menü anschauen. Das habe ich eben schon mal gezeigt. Wir haben hier einmal das Fragezeichen. Da sehen wir 75% Gesundheit. Ja, Pillen haben wir keine genommen zum Glück. 88% Nahrung, 77% Wasser und 96% sind wir dann eben auch auf dem Damm. Wir haben hier unser Inventar. Wir können hier was craften. Da sehen wir Healing Balm oder First Aid Kit. Da fehlt uns jetzt noch Bandagen zu. Dann haben wir hier die Karte und oben rechts ist eigentlich die Story, aber die gibt es ja wie gesagt noch nicht. Man kann aber schon mal so ein paar Sidequests machen. So, wir nehmen das mal. Das können wir später bestimmt unterwegs auch trinken. Schlafen wollen wir nicht. Es gibt hier ein Personal Safe, wo wir dann eben auch unsere Sachen hin tun können. You feel thirsty? Ja, so thirsty fühle ich mich eigentlich gar nicht. Aber wir können natürlich trotzdem mal sowas trinken. So, und jetzt sind wir auch nicht mehr durstig, aber wir sehen schon, da hängt eine gute Lady. It's Mrs. Stokes. Jupp, es ist Mrs. Stokes. Wir durchsuchen sie mal, wie man das halt bei Leichen so macht. Haben wir irgendwas gefunden? Nicht so wirklich. Okay, dann schauen wir uns mal den Stuhl an. Ah, das war wohl... Ja, das sieht nicht so wirklich gut aus. Ich kann euch mal ihr Gesicht zeigen. Ich glaube, die Dame hängt da auch schon eine Weile länger, wobei man das bei den weißen Gesichtern ja nicht unbedingt so sagen kann. Das Gruselige ist, dass sie aussieht, als würde sie lächeln. Das ist halt so echt das Gruselige. Wahrscheinlich auch ein Downer, die dann ihre Tabletten nicht mehr genommen hat, sich erinnert hat und dann war es tatsächlich auch für sie vorbei. So, Mrs. Stokes Diary. There is that hatch on Apple Home. If only I could flee to the mainland. There must be some people out there, otherwise did we trade for food with all those years? Achso, did we trade for? Okay, mit wem haben sie sonst wirklich überhaupt Essen getauscht? But the bridge is in the parade district. I suppose there's that subway head Stanley was always snattering on about on Apple Home. Stanley said one of his mates had a boat in there. You could row to the parade, he said. That ridiculous man always talking rubbish. They've been dumping poison on Apple Home for years. The fumes would kill you in half a minute. Why on earth did I marry such an idiot? I miss him so. Oh, das ist schon ziemlich bitter. Also, mit diesen Nachrichten können wir uns natürlich dann später auch im Spielverlauf, wenn wir auch eine Main Story haben, dann können wir hier natürlich auch sehen, wo können wir fliehen? Und dann haben wir hier auch Hinweise, das wird dann alles auch auf der Karte markiert. Also alles, wie gesagt, ein bisschen wie Fallout. So, und jetzt können wir sie nämlich auch hier runternehmen. So, Spring Cleaning was added to your journal. Dispose of Mrs. Stokes. Ich lege sie jetzt, es sieht jetzt gleich nicht besonders schön aus. Ich lege sie aber... Entschuldigung. Das meinte ich mit, es sieht nicht schön aus. Eigentlich wollte ich sie ins Bett legen, das letzte Mal schon. Aber es ist einfach nicht schön. Das ist auch überhaupt nicht witzig. Hier können wir dann auch schlafen. So, wir nehmen natürlich noch unser First... Achso, das haben wir schon. Dann gibt es hier noch... If I'm happy on drugs, am I really happy? Is there such a thing as false happiness? But what I'm saying is... Is there a true self? Naja, ja, alter Blabberkopf. Mm. This is jammed. I'll need something to pry it open. Ganz genau. Deswegen schauen wir mal hier. Da haben wir Metal Bits. Rock und Metal Bits. Und dann können wir nämlich gleich was craften. Hier geht's nicht raus.
I seem to have done a lovely job of breaking this door. I suppose I won't be getting out that way. Definitiv, dort werden wir nicht mehr hochkommen. Jetzt haben wir, glaube ich, auch alles, um zu craften. Also wie gesagt, hier haben wir dann später unsere Hauptaufgaben. Das hier ist momentan die Map. Dann gehen wir mal ins Crafting. Pointy Stick. Und da haben wir ein Basic Lockpick. Und das können wir dann auch craften. Und dann können wir hier nämlich auch den Schrank aufmachen. You feel hungry. So, dann searchen wir hier mal. Strange Meat, Cloth, Jimmy Bar. Das brauchen wir eben, um dort hochzukommen. Metal Bits und Neximate Pill. So, wir sollten wahrscheinlich mal schlafen, bevor wir hochgehen. Ich würde mich einfach ein bisschen hier an die gute Mrs. Stokes rankuscheln. Da können wir doch mal... Wie lange schlafen wir mal? Komm, 5 Stunden. It's been a hard day's night, that was. Definitiv. Das Bett sah auch super aus. Jetzt haben wir schon wieder Durst. Und wir haben vor allem auch Hunger. So, was wollen wir denn mal essen? Wir haben doch irgendwo Beef Jerky oder Strange Meat. Komm. Oh, ich glaube, er musste kotzen. Wir hätten es vielleicht erstmal braten sollen oder sowas. Überm Feuer, aber ich kenne es noch gar nicht. Ah, Jerky, das hätten wir vielleicht lieber essen sollen. Und Glass Bottle, das bringt uns nicht so richtig viel. Eigentlich würde ich gerne was trinken. Healing Balm. Ah, da. So, damit haben wir auch keinen Durst mehr. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal raus in die Welt, schauen uns kurz um und dann würde ich auch die erste Folge schon beenden. Allerdings ist uns gerade ein bisschen zum Kotzen. So geht es Menschen immer, wenn sie zu lange mit mir zusammen sind. Das sieht nicht so gut aus. Alter Schwede. Ich glaube, wir sollten jetzt nicht hochgehen, gerade wo uns so zum Kotzen ist. Können wir nicht irgendwie Medizin nehmen? Vielleicht einfach mal ein Pflaster drauf. Rock. Komm, wir nehmen mal... okay. Dann nehmen wir die und dann haben wir kein Food Poisoning mehr. Und dann geht es jetzt mal raus in die Welt. Von 1964. Wellington. Das sieht schon alles saugeil aus. Wie gesagt, es hat alles so eine enge Atmosphäre. Und wenn ich nicht die ganze Zeit quatschen würde, würde man die vielleicht sogar mitbekommen. Escape was added to your journal. Das sehen wir dann auch hier. Wir hätten vielleicht mal die gute Mrs. mitnehmen können. I found Mrs. Stokes' journal, also Mrs. Stokes. Apparently she's been hanging around here for a while. She's getting a bit ripe, in fact. Na super. I'd better give her a lift out of here. Vielleicht sollten wir sie mal mitnehmen. So, Mrs. Stokes, alles fit? Wie geht's? Nein, ich will sie gar nicht searchen. Ich will sie eigentlich mitnehmen. Eigentlich wollte ich sie mitnehmen. Hallo? Warum kann ich sie denn jetzt nicht mehr mitnehmen? Was soll denn der Scheiß? Ist sie da festgewachsen? Ich kann Mrs. Stokes gerade nicht mitnehmen. Na gut, dann gehen wir halt wieder raus. Unser Safe House verlassen wir mal und dann schauen wir uns noch ganz kurz in der Welt um. Dann sehen wir hier... Wir schauen uns gerade erstmal um. Also, wir sind hier in der Welt von Wellington. Da sehen wir auch Wellington Underground. Ich finde das Ganze sehr atmosphärisch. Allerdings ist der leider zugebaut. Wen haben wir denn hier eigentlich? Graham Patcher. Wir können uns jetzt mit ihm boxen. Wir können einen Takedown machen. Aber wir reden natürlich erstmal mit den Leuten. Wer wird? Also die Leute. Man sieht nie, wie die Leute begraben werden. Oh, klar. Nehmen wir mal mit. Screw you. Wir können ihn aber natürlich auch niederboxen. Also können wir auch machen. Dann können wir uns seine Sachen nehmen. Aber ich würde das jetzt erstmal nicht machen. Und das ist jetzt natürlich hier so ein ziemlicher Stimmungsunterschied zu den Leuten, die wir vorher gesehen haben. Die haben alle diese Joy-Tabletten genommen. Dadurch haben sie die Vergangenheit vergessen und es ging ihnen dadurch einfach gut und haben, wie man gesehen hat, auf diese Piñata draufgehauen, was dann aber eigentlich eine tote, ne, es war nicht mal eine tote Ratte, ich weiß gar nicht, was es war, und haben dann die Gedärme gefressen, weil sie gar nicht mehr mitbekommen haben, was sie dort überhaupt machen. Also kompletter Kontrollverlust. So, was haben wir da? Ich dachte schon, das wäre ein Feind. So, da sehen wir hier, Escape. I've got to go to St. George's home. It won't be easy. They have gates on the bridges to keep out people like me. Das ist quasi eines unserer Objectives. Was haben wir hier? Search 9, Blooming Nonsuch.
A lovely bouquet is now available in your journal. Ich glaube, auch in so einem Survival-Game sind hübsche Blumensträuße mit das Wichtigste. First marriage encounter found. Hier habe ich vorhin schon Leute am Lagerfeuer gesehen, oder... Oh, guten Tag, mein Freund. Was los... Eat, drink and be merry, for tomorrow you may be in the Garden District. Look, can you help me out? Oh, I'm in a bit of a pickle. Look, I seem to have been a little bit stabbed. You wouldn't happen to have a bit of healing balm? Natürlich habe ich das dabei. Oh, that feels so much better. Had a bit of a disagreement with the missus. Look, I know I'm being rather a pain, but I'm still a tad bleeding. You wouldn't happen to have a bandage you can spare? Ja, habe ich auch noch. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Don't hold it against her. I can't be irksome. Look, I know it's a bit greedy, but I've not been able to clean the wound. You wouldn't happen to have a bit of antiseptic? Antiseptic, haben wir auch. Nein, haben wir nicht. Es tut mir leid. Didn't you live down the line? Don't hold it against her. I can be irksome. Das manchmal. I know it's a bit greedy, but I've not been able to clean the wound. You wouldn't happen to have a bit of. Nein, habe ich leider nicht, mein Freund. Aber wir kommen vielleicht wieder. Hier haben wir Stonehenge. Komm, da gehen wir mal unten durch. Können wir unten durch? Verdammt, es geht nicht. Ich will hier unten durch. Verdammt. Wird gleich mal gemeldet. So, was steht denn hier? Blasting the zone. Keep out. Ich kann irgendwie heute nicht mehr vorlesen. Es tut mir ein bisschen, aber nur ein bisschen leid. Nein, es tut mir wirklich leid. Normalerweise lese ich Englisch besser vor. So, hier haben wir so eine schöne englische Telefonzelle. Da habe ich ja auch ein Foto. Oh, you feel hungry? Coinbox. Ist da vielleicht was drin? Haben wir doch dabei, Jimmy Bar. Haben wir nicht mehr dabei? Oder ist... Ah, ist vielleicht kaputt gegangen. Was zum Teufel? Mhm. So, hier haben wir auch ganz... Es ist so detailliert. Help win the war. Eat less bread. Entschuldigung. Wie geil. Kleber hier. Klaus Kleber ist auch dabei. Der Coiffeur für die Damen. Also ich mag dieses Spiel. Auch wie gesagt, wenn es noch nicht fertig ist, hier wird noch ordentlich Leben mit eingehaucht werden, mit einer Main Story. Wir schauen mal auf die Karte, wo wir eigentlich hin müssen. Wir müssen wahrscheinlich erstmal alles ein bisschen freispielen. Aber da sehen wir schon Wounded Restroll. Den haben wir schon mal freigeschaltet. Da vorne gibt es Wasser. Da würde ich doch gerade mal hingehen. Bin ich jetzt auf dem richtigen Weg? Jo. Dann können wir vielleicht unsere Wasserflasche ein bisschen auffüllen. Da steht auch jemand... So, direkt hier an unserem Eingang. Haben wir mit dir nicht schon geredet? I knew Uncle Jack before he was happy. Beef, beef Wellington. Wellington pie, shepherd's pie, apple pie, baked. Okay, der erzählt sich selbst irgendwelche Sachen. Und hier, ah, okay. Ah, oh, okay. Wir sollten das Wasser dann vielleicht aber noch abkochen, oder? Haben wir nicht irgendwo ein Feuer? Hatten wir unten ein Feuer? Nun gut, werden wir dann auf jeden Fall immer mal wieder schauen. Wir sind jetzt hier natürlich auch mitten in der Nacht. Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Was? Alter! Hör auf! Alter! Boah, hat uns jetzt schon ganz schön runter. Sorry. Der hat gesagt, ich soll mich wegmachen. Es war Notwehr. I know. Trust me.
I know. Toll, kennt ihn und Rotten Apple. Toll, dafür habe ich ihn jetzt gerade gekillt. Ernsthaft? Ach nee, er ist nur unconscious. Oh. Das war nicht so gewollt. Wie läuft das doch hier nicht? Ah, wie geil. So können wir uns verstecken. Ich war das nicht. Die Leiche da draußen, das war ich nicht. Der Lader war schon drin. Wie geil. Hallo. Entschuldigung. So, also, wie gesagt, super cooles Spiel. Jetzt, wo es auch Tag wird, sieht man das alles nochmal ein bisschen schöner. Wir können auch richtig schnell rennen, wobei die Ausdauer dann auch schnell weg ist. So, Hillary. Hey, Hillary Swift, nicht Taylor Swift. Ja, ist doch gut, Mensch. Ich habe da ja nichts gemacht. Da kommen wir leider nicht hoch. Also, wir werden das natürlich weiterspielen. Ich springe mal gerade über deinen Kopf drüber, mein Freund. Hillary Swift. Wir können auch nochmal zum Wasser gehen. You feel tired? Okay. Wir legen uns gleich mal schlafen. Wir gehen mal runter. Ich meine, da hinten sieht es doch schon so strandig aus. Und es gibt doch nichts Besseres als hier die Folge zu beenden. Die allererste... Oh Gott, hier ist eine Klippe, oder? Nee, es sah nur so aus. Aber es geht trotzdem relativ steil runter. Also ich finde, das Spiel sieht sehr schön aus. Die Story wird noch kommen. Wir können schon mal ein paar Nebenquests machen. Aber ich wollte es auf jeden Fall zeigen. Wie gesagt, gibt es bei Steam für 27,99. Mir macht es richtig Spaß von der Atmosphäre. Hier habe ich jetzt schon mehrfach gesagt. Grafisch ist es schön. Und mit diesem wunderschönen Blick verabschiede ich mich dann aus der ersten Folge. Und ich freue mich, wenn euch das Video gefällt und wenn wir vielleicht noch ein paar mehr Folgen von diesem Spiel machen. Also, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.